Es ist mir etwas Zeit, komm, geh nicht zu weit. Und bis ein kurzer Moment, das was du sein willst. Doch ab in die Welt, wo sonst unerreichbar ist. Komm, geh nicht zu weit, es ist mir etwas Zeit. Es war einmal ein alter König. Ein König hat streng regiert über sein ganzes Land und geschaut, dass alles beim Rechten bleibt. Der König hatte 3 Töchter. Jede von dieser Tochter war eine Prinzessin. Die 2 älteren Prinzessinnen, die waren etwas eifersüchtig auf die Jüngste. Weil die Jüngste zugleich die Schönste war. Der König allerdings, der hat keinen Unterschied gemacht. Immer, wenn er unterwegs war, hat er Geschenke gekauft. Und als er mit diesen Geschenken zurückkam, hat halt die Älteste zuerst dürfen auslesen und die 2. Älteste als 2. Und die Jüngste hätte das können haben, was ist übrig geblieben. Und das war meistens halt nicht so schön gewesen wie die ersten 2 Sachen. Und die älteren Schwestern haben die Jüngste immer ausgelacht. Hat auch nicht gelangt von dir. Nur so etwas Kleines hast du bekommen, man gar nicht recht brauchen kann. Aber die jüngste Prinzessin, die hat immer nur darauf geantwortet. Was das Schicksal mir hertritt, das nehme ich gern an. Da die 2 Eltern noch mehr müssen lachen. Aber hey, so ist es Jahr ein und Jahr ausgegangen. In diesem Königreich haben natürlich noch andere Leute gewohnt. Und so der Mann und die Frau in einem Haus gelebt. Und die 2 hatten gerne Kinder gehabt. Aber leider hat es nicht funktioniert. Und die Frau war sehr traurig gewesen. Und einmal, als sie am Abend so am Ofenbank gehockt hat, hat die Frau zum Mann gesagt: Weisst du, Mann, es ist doch einfach traurig, wenn wir keine Kinder dürfen haben. Weisst, ich muss sagen, ich wäre sogar glücklich und froh, wenn uns der lieb Gott ein Siegeli als Sohn würde schenken. Und wie sie so am Grennen war beim Mann und wie sie das hat ausgesprochen, ist plötzlich in einem Ofenbänkchen ein Siegeli vorgekrochen. Und der Siegeli hat die Frau angeschaut und hat gesagt: Hallo, ich bin euer Sohn. Und die Frau war überglücklich gewesen ab dem Geschenk vom Himmel. Es hat das Siegeli genommen und hat es ganz herzlich willkommen geheissen bei ihnen. Und jetzt ist es ihnen gut gegangen. Jetzt haben sie endlich einen Sohn gehabt. Er hat der Frau in der Küche geholfen und dem Vater hat er immer draussen auf dem Feld geholfen. Er war ein tüchtiger Sohn und ist grösser und grösser geworden. Und als er so im jungen Mannsalter war, ist die Ziegeli zu der Mutter her und hat gesagt: Mutter, ich will Säulehirte werden. Mutter hat geschaut
Und ich sagte, ja, ja, aber mein Sohn, du kannst doch nicht Säulehirt werden, du bist ja viel zu klein für das. Aber Ziegeli hat das nicht gelten. Ziegeli hat gesagt, und ich werde doch Säulehirt. Und so hat sich Ziegeli eines Tages bei Mutter und Vater verabschiedet. Ist in die Stadt gegangen, hat sich dort zwei Säulen gekauft und ist mit diesen Säulen in den Wald gegangen. Als sie im Wald war mit diesen Säulen, hat sie tatsächlich sehr gut auf die Säule geschaut. Das war ein hervorragender Säulehirt. Ziegeli. Und die Säule, die waren gesungen und gefräsig. Und schon gleich sind aus zwei Säulen vier Säulen geworden. Und aus vier Säulen sind zehn Säulen geworden. Und im Wald hat es nur so gemacht. Und Ziegeli, so ein guter Hirt war, sind aus zehn Säulen gleich eine 100 Säule geworden. Und aus 100 Säulen 200. Und der ganze Wald hat nur noch so gesäulet. Links und rechts, hinter jedem Busch, unter jeder Tanne. Überall hat es Säule gehabt. Und mitten drin war das Igeli und war der Säulehirt. Eines Tages war das Igeli müde am Mittag und ist gerade gefusen hinter einer Wurzel. Zur gleichen Zeit ist der alte König durch den Wald geritten. Wo bin ich? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Der König hat sich nicht verlaufen im Wald. Nein. Er hat sich verritten. Und er hat gar nicht gewusst, wo er ist. Dort, wo der König ist gelandet. Dort hat sich ein bisschen gesäuelt in der Luft. Und vor allem hat er einen Ton ganz gut gehört. Und als er geschaut hat, der König, hat er gesehen, dass er umgeben war von lauter Haufen Säulen. Links und rechts, überall hat es geschnorchelt. Aha, hat der König gedacht, was so viele Säulen hat, da hat sicher auch ein Hirt rum. Säulehirt, Säulehirt, wo bist du? Komm vor, dein König weiss nicht mehr, wo er ist. Und schon hat es geraschelt am Boden unten. Und unter einem Blätterhaufen ist die Ziegeli vorgekommen. Es hat der König angeschaut und hat gesagt, mein König, der hat gerufen. Der König musste lachen. Ja, nicht dir habe ich gerufen, am Hirt habe ich gerufen. Die Ziegeli hat aber gesagt, mein König, ich bin der Hirt. Mach keinen Spass, bin ja viel zu klein für einen Hirt zu sein. Ziegeli hat zum König gesagt, Herr König, seid ihr nicht ein bisschen zu gross, um nach im Wald zu verlaufen? Ja gut. Ja gut, wenn du der Hirt bist, dann sag mir doch schnell, wie ich aus dem Wald rauskomme. Ich habe nämlich am Abend noch eine Audienz und die Leute warten auf mich. Ziegeli hat den König angeschaut. Und er gesagt, mein König, gern zeige ich euch den Weg aus dem Wald. Dir müsst mir aber eure jüngste Tochter zur Frau geben. Was? Meine jüngste Tochter? Also, so eine Frechheit. Also, so etwas kommt mir gar nicht in Frage. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Aus dem Wald raus, finde ich noch selber raus. Der König ist aufgehockt auf sein Ross und ist davon geritten. Ist im Wald rumgeritten. Links und rechts. Und wieder links. Und als er etwa eine Stunde unterwegs war, hat er es plötzlich.
gehört. Plötzlich war der König wieder von Säuen umgeben. Nein, hat der König gedacht, das gibt's ja nicht. Ich bin im Kreis herumgeritten und bin wieder am gleichen Ort gelandet. Hier, komm da her und zeig mir, was rausgeht aus dem Wald raus. Segeli ist gekommen, hat der König angeschaut. Und er gesagt, mein König, gern zeige ich dir den Weg aus dem Wald. Muss mir aber deine jüngste Tochter zur Frau geben. Sicher nicht, das ist das Letzte, was ich mache. Ganz sicher nicht, aus dem Wald fing ich selber raus. Der König ist auf seinen Rappen aufgestiegen und ist davon geritten. Hat es plötzlich gemacht. Und der König war wieder umgegangen von lauter Haufen Säue. Das gibt's doch nicht. Schon wieder im Kreis rumgeritten. Hier, komm da her und zeig mir endlich zum Wald raus. Segeli ist gekommen und hat zum König gesagt, mein König, gern zeige dir, wie es aus dem Wald raus geht. Du musst nur deine jüngste Tochter zur Frau geben. Ja, so der Halti, Gottes Name, kommst du meine jüngste Tochter rüber zur Frau, wenn du mir endlich zeigst, was zu diesem Wald ausgeht. Also hat der König mit dem Igel abgemacht, dass am nächsten Sonntag wird die Hochzeit sein. Und das Igel hat dem König gezeigt, was zum Wald rausgeht. Und der König daheim ist angekommen. Und die Töchter hat erzählt, dass die Jüngste mit einem Egeli wird heiraten. Hey, die zwei Eltern müssen lachen. Wie noch nie vorher. Aber die jüngste Tochter, die hat nur gesagt, Schicksal mir hergetreten. Das nehme ich gern an. Und so ist das Igeli heimgegangen. Und was daheim ist angekommen, da haben die Eltern gestaunt. Sie waren nämlich überall so gewesen, plötzlich. Im Garten, im Stall, im Keller, in der Küche, in den Schubladen, auf dem Sofa, auf den Teppichen vor dem Feuerofen. Überall hat es gesäulert. Im ganzen Haus umeinander. Und mit drin war die Ziegeli und die Mutter hat Freude gehabt und der Vater war stolz gewesen, dass aus ihrem Sohn doch so ein guter Hirte ist geworden. Erst gefreut haben sie sich, wo das Igeli hat gesagt, dass es die jüngste Königstochter wird heiraten. Und so hat das Igeli aus einer Kartonschachtel eine Kutsche gebastelt, hat die zwei schwarze Güttel genommen und hat die vor die Kutsche gespannt. Und am Sonntag ist es losgegangen. Das Igeli in der Kutsche, die zwei schwarzen Güttel vorne dran, richtig Schluss. Wo sie richtig Schloss kam, das Schloss von weitem schon gesehen, ist der König auf den Mauern oben gestanden, bei seinen Soldaten und bei seinen Rittern, und hat einen Befehl gegeben, dass sie mit der grössten Katapult die Kutsche fort und kaputt schiessen sollen. Und so haben sie es gemacht. Sie haben die Katapult geladen, grosse Steine haben sie drin gelüpft und haben es gemacht. Und die Steine sind zu fliegen, wie ein Meteorenhagel, auf Kutsche los. Aber die zwei schwarzen Güttel, die sind links und rechts rumgesäckert und haben sauber und glatt jedem Stein können ausweichen. Und am Schluss ist die Kutsche mit den zwei Güttel und dem Igeli vor dem Schloss durchgestanden. Und die zwei Güttel haben gerufen, der Königsbräutigam ist hier!
hätte der König nichts mehr anders machen können, als die Türen und das Schlosstor aufzutun und die Ziegeli reinlassen. Ziegeli ist vor der Prinzessin geführt worden. Und die Prinzessin, die war gar nicht so unglücklich gewesen, weil sie eben auch mit dem zufrieden war, was sie hat bekommen. Die Prinzessin ist mit dem Igeli vor einem Altar geführt worden. Und vor dem Altar ist Hochzeit gefeiert worden. Nachher hat es ein schönes Fest gegeben. Getanzt wurde, gefeiert hat man bis tief in die Nacht. Und wo sie nicht mehr mögen, sie sind auf ihr Gemach gegangen. Und dort ist die Prinzessin verschwunden. Sie hat wohl das Bischofmagen anlegen. Und das Igeli, das ist zum Bett, hat das Igelpelzli abgezogen und hat es über einen Stuhl gehängt und ist ins Bett geschlafen. Wo die Prinzessin nach einer Weile ist hergekommen, hat das Igeli schon geschlafen. Und die Prinzessin hat auch gerade ins Bett wollen. Da hat sie über einen Stuhl gesehen. Hange das Igelpelzli. Sie ist her, hat das Igelpelzli genommen, hat sie in die Luft geklopft und hat gesagt, grusig so etwas und stachelig, da kann man sich ja nur dran verletzen. Nein, so etwas muss mein Mann jetzt nicht mehr tragen. Ich mache ihm dann ein schönes Jäckchen, das er dann anlegen kann. Und sie hat das Igelpelzli genommen, ist zum Feuer gegangen und hat das Igelpelzli ins Feuer geschossen. Und dort ist es verlodert und verbrannt. Und das Pelzli ganz verrauchend war, hat sich die Prinzessin umgedreht und hat mal ins Bett gehen. Und kaum hat sie sich umgedreht, ist hinter der Prinzessin ein Prinz gestanden. Ein wunderschöner Prinz. Und der Prinz hat die Prinzessin gesagt, oh Prinzessin, du hast mich erlöst. Weil du mich hast geheiratet und das Igelpelzli hast ins Feuer gehabt, hast du mich aus meinem Zauberbann lösen. Und jetzt sind wir zusammen. Und von dann an ist es den zwei gut gegangen. Und die älteren Schwestern, die haben gewiss nicht mehr zu lachen. Weil der Prinz, das war dem eine ein ganz hübscher gewesen. Es ist Märli Zeit, komm, gang nicht mehr zu weit. Und bis ein kurzer Moment, das was du sein. Doch ab in die Welt, wo sonst unerreichbar ist. Komm, gang nicht mehr zu weit, es ist Märli Zeit.